Starten wir mit dem ersten Akkord, nämlich E-Moll. Unsere Gitarre ist natürlich vorab gestimmt worden und dafür brauchen wir jetzt den Zeigefinger im zweiten Bund auf der A-Seite. Das ist die zweite Seite von dir aus gesehen. Und Bund bedeutet hier in diesem zweiten Feld, ja. Da jetzt nicht zu nah an das Bundstäbchen, an diesen Metallstab rankommen, den ersten, sondern versuchen möglichst so in der Mitte zu greifen, damit der andere Finger gleich auch noch Platz hat, aber eben nicht auf diesen Metallstäbchen drücken, auf den Bünden. Der Mittelfinger kommt dann in den zweiten Bund, in das zweite Feld, auf der D-Seite, das ist die dritte Seite von dir aus. Und dann versuchst du diese beiden Seiten mal anzuschlagen, erst die zweite Seite und dann die dritte Seite von dir aus mal anschlagen. Gucken, dass die am Start sind. Wenn da jetzt einer erstmal so klingt, drückst du noch nicht ganz fest genug. Das Wichtige dabei ist dann erstmal nur einen Finger zu nehmen. Wenn der da am Start ist, probierst du mal den zweiten, auch erstmal alleine. Dann beide zusammen. Und dann alle sechs Seiten. Ja, und dann kann es nämlich passieren, dass du versehentlich mit der Rückseite von einem der beiden Finger gegen eine der Nachbarseiten kommst und dadurch werden die dann abgedämpft. Ne, dann passiert das zum Beispiel. Zwei Seiten, nämlich hier, die am nächsten ist, die E-Seite und die G-Seite, das ist die vierte von dir aus, klingen nicht, weil die Finger beim Greifen da versehentlich gegenkommen und die dadurch dann abdämpfen. Das heißt, du musst die Finger so steil hinstellen, dass die Nachbarseiten nicht versehentlich gedämpft werden. Dann wechseln wir jetzt mal zum nächsten Akkord, zum D-Dur-Akkord. Das ist der Zeigefinger kommt in den zweiten Bund auf der G-Seite, das ist die dritte von unten. Der Ringfinger in den dritten Bund auf die zweite Seite von unten und der Mittelfinger in den zweiten Bund auf der äußersten Seite, auf der E-Seite. Und du schlägst alle Seiten an, bis auf die zwei, die dir am nächsten sind. Die E- und A-Seite haben Pause. Ja, auch da wieder gucken, wenn du merkst, der Druck in deiner Hand wird sehr groß, einfach mal loslassen. Und dann wieder ohne anzuschlagen, runterdrücken, loslassen, runterdrücken, loslassen. Das gleiche gilt natürlich auch für E-Moll, ja. Drücken, loslassen, dass deine Finger sich an diesen Druckaufbau gewöhnen können, ja. Versuche nicht so umgeknickt zu spielen, sondern so, dass der Daumen immer einen guten Gegendruck zu deinen Fingern liefern kann, weil dazwischen kann man am meisten auch Kraft entwickeln, eher als wenn du hier den Druckpunkt hast. Ja, du drückst mit den Fingerspitzen und der Daumen sollte immer so ein bisschen den Gegendruck aufbauen und eben nicht hier irgendwie so mit dem Daumengelenk oder so etwas. Es wird am Anfang auch ein bisschen anstrengend sein, wenn du sehr viel spielst und sehr lange einen Akkord auch hältst, aber mach Pausen. Lass dann nochmal los, lass die Hand nochmal baumeln, schüttel sie aus und greif dann wieder an. So, wenn dann beide Akkorde für sich vielleicht funktionieren schon und du sagst, hey geil, klingt super, kommt es an den Wechsel. Dann kannst du die Akkorde erstmal sozusagen trocken wechseln, dass die Finger auch genau wissen, wohin sie jeweils müssen. Ja, dass der Zeigefinger hier vom zweiten Bund auf der A-Seite in den zweiten Bund auf der G-Seite muss und der Mittelfinger muss hier ziemlich weite Strecke machen vom zweiten Bund der D-Seite auf den zweiten Bund der E-Seite und so weiter. Der Ringfinger kommt aus dem Nichts. Und dann musst du schauen, dass du das wirklich erstmal ganz in Ruhe hin und her wechselst. Lass dir da Zeit, mach das 50, 100, 200 Mal, nur diese Trockenübung. Und dann fängst du nochmal an, langsamer zu wechseln und wirklich die Akkorde nochmal anzuschlagen. So, wenn das dann funktioniert, hast du natürlich mehrere Möglichkeiten, die Akkorde anzuschlagen, unabhängig jetzt von einem Song, um einfach dein Rhythmusgefühl auch zu trainieren. Runterschlagen erstmal. Viermal jeweils mache ich das gerade einfach mal als Beispiel. So, jetzt habe ich noch Aufschläge eingebaut. Das sind immer 1, 2, 3, 3 Abschläge und dann ein Aufschlag. Ja, und der Aufschlag kommt sofort nach dem dritten Abschlag. Dann kannst du natürlich das Ganze auch abgedämpft spielen. Noch eine weitere Technik jetzt an der Stelle hier. Kannst du erstmal nur wieder mit Abschlägen machen, wenn du möchtest. Du legst deine Handkante ganz leicht auf die Saiten hier direkt hinterm Steg. Ja, nicht jetzt hier irgendwo hinlegen,
dann hört man gar nichts mehr. Die Handkante muss wirklich direkt, nachdem die Saiten hier quasi im Freien schweben, müssen die von der Handkante berührt werden ganz leicht. Du legst die Hand quasi ab, dass sie dann so dumpf, ein bisschen dumpfer klingen. Ne? So klingen sie ungedämpft und so dann gedämpft. Dadurch entsteht so ein mysteriöser Sound irgendwie. Und jetzt kannst du Folgendes Cooles machen, echt cooler Effekt. Ich finde, das alleine klingt schon geil, dass du 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Zählst immer bis 4 und der dritte wird kurz offen gespielt, ungedämpft und dann auf der 4 dämpfst du wieder. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Das ist eine Möglichkeit, du kannst die Saiten aber auch einzeln anschlagen. Mache ich jetzt beim E-Moll folgendermaßen einfach mal als Beispiel. Die Saiten alle mal runter. Und dann gehe ich rückwärts und spiele noch die zweite und dritte Saite von unten mit einem Aufschlag. Runter, 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 hoch. Bei D Dur spiele ich natürlich nicht alle sechs Saiten an, aber dann mache ich das gleiche Spiel, bis mir die Saiten sozusagen ausgehen. Ja, dann mache ich so. Runter, 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 hoch, hoch, runter, runter. So hast du jetzt schon mit zwei Akkorden mehrere Anschlagsmöglichkeiten gelernt, ja, mehrere Techniken. Das mit dem Dämpfen ist auch eine Sache, die wirklich spannend ist, das mal ausprobieren bei allem, was du machst. Ja, das kannst du auch bei Power Chords machen. Dann gibt es hier einen bekannten Song von den Foo Fighters, wo gedämpft wird. Und so weiter. Das ist wirklich nur ein Power Chord, der gedämpft wird. Sehr spannende Technik.